Hi, grüß dich. Ich bin der Robin. Man kennt mich unter dem Namen Hungarian Hulk ganz gut aus der Longdrive-Szene. Ich bin Longdrive-Profi und parallel auch Personal Trainer und Ernährungsberater. Heute zeige ich dir mal ein spezifisches Warm-up. Wie wärmt man sich denn überhaupt richtig fürs Golfen auf? Ich sehe da ganz, ganz viele Dinge. Nicht alle Dinge machen Sinn. Ich zeige dir heute mal einen richtig guten Ansatz, den du dann auch schön für dich selbst zu Hause und auch auf dem Golfplatz umsetzen kannst. Wir fangen an mit dem Fußgelenk, und zwar mit dem Außenfuß. Rotiere dich zu einer Seite und kippe bewusst den Fuß ab. Nimm die Hüfte mit in der Drehung und kippe ihn bewusst ab, belaste ihn außen, sodass du da auch eine schöne Dehnung spürst. Gleiches gilt für die andere Seite. Fuß schön nach außen kippen und belasten auch mit dem fast kompletten Körpergewicht. Und dann machen wir weiter mit der Innenbewegung. Der Fuß muss auch eine Innenbewegung können, da auch bei beiden nach innen kippen, nach innen den Fuß kippen. Und dann geht es weiter mit dem Knie. Du musst über eine Außen- und Innenbewegung kombiniert mit einer Bewegung vor und nach hinten einen schönen Kreis bilden. Eine Kreisbewegung im Kniegelenk, damit alle Ebenen warm werden. Das gleiche dann auch für die andere Seite. Eine schöne Kreisbewegung und das Ganze auch mit Richtungswechsel. Fuß bleibt relativ gut am Boden haften, kannst ihn aber gerne ein bisschen in die Bewegung mit einbinden. Dann machen wir weiter mit der Hüfte, breiter Gerätstand und dann versuchst du mit der Hüfte einen maximal großen Kreis zu machen. Beine bleiben dabei gestreckt, die Bewegung bitte immer flüssiger machen und der Oberkörper macht immer das Gegenteil der Hüfte. Dass die Hüfte vorne ist, der Oberkörper schön nach hinten gelehnt und so weiter. Dann ist es wichtig für die nächste Übung, die Wirbelsäule in der Kreisbewegung nach vorne auszurollen, nach hinten zu überstrecken. Stell dir vor, an deinem Kopf ist ein Pinsel und du willst einen Kreis machen. Bis zur Hüfte bist du stabil. So wenig wie möglich Spannung in der Wirbelsäule. Du musst die Bewegung nach hinten haben, zur Seite und nach vorne. Nur Spannung bis zur Hüfte und dann die Wirbelsäule in allen Richtungen warm. Dann muss der Körper auch eine seitliche Bewegung des Oberkörpers erreichen können mit stabiler Hüfte. Also versuche den oberen Rücken über den unteren Rücken zu schieben. Dann ist es wichtig, Brustbeine rein und raus zu schieben. Also die Ebene nach vorne und nach hinten, wirbelsäulentechnisch aufzuwärmen. Sowie auch dann im Kompletten eine Kreisbewegung durchzuführen und die zwei vorangegangenen Bewegungen zu kombinieren. Den oberen Rücken in einer Drehbewegung abgetrennt vom Unterkörper durchzuführen. Dann machen wir weiter mit der Halswirbelsäule. Der Kopf schiebt nach vorne, der Rest des Körpers ist schön stabil. Auch diese Bewegung sollte er können. Mit der seitlichen Bewegung des Kopfes. Der Kopf bewegt sich seitlich, der Rest des Körpers ist stabil. Die nächste Stufe wäre eine liegende Acht mit der Stirn zu malen und auch hier wieder viele, viele Ebenen im Halswirbelsäulenbereich entsprechend warm zu machen. Dann geht es weiter mit der Schulter. Da stellst du dir auch eine liegende Acht vor und die malst du mit dem Ellenbogengelenk und das Ganze ist dann in der Schulter spürbar. Gleiches auf der anderen Seite und die Acht bitte so groß wie möglich machen, also so breit wie möglich und so hoch wie möglich. Weiter geht's mit dem Ellenbogen.
Hier will ich große Kreise sehen, auch hier mit Richtungswechsel. Und dann eine liegende 8 wieder zeichnen, also ein Endlichkeitszeichen über die Bewegung im Handgelenk. Ellbogen bleibt relativ stabil, die primäre Bewegung kommt aus dem Handgelenk, um die Handgelenke optimal vorzubereiten. Wenn dir das Ganze gefallen hat, darfst du gerne die Seite Golfstunde besuchen. Da habe ich einen Online-Longdrive-Kurs für dich hochgeladen. Da gibt es massenweise Theoriewissen, Biomechanik, was machen die Longdriver anders. Du kriegst spezifische Übungen an die Hand, einen spezifischen Trainingsplan zum Download. Da ist das Wissen schön kompakt zusammengefasst auf Online-Basis. Wenn du mich persönlich kennenlernen willst, mich einfach gerne per Mail oder über meine Homepage kontaktieren und dann können wir gerne Kontakt treten und da noch weiter an deiner Fitness und Verbesserung der Schlagweite arbeiten.